Kurze Werbeunterbrechung. Bevor dieses Video startet, Leute, wollten wir etwas ankündigen, denn es wird etwas Wunderbares passieren. Genau, und am 12. September 2021 findet am Bonner Kulturgarten unser nächstes Live-Event statt. Gewitzamtopf live on stage, Game is on ist das Motto. Das heißt, ihr könnt interaktiv an diesem Event selber teilnehmen, wenn ihr vor Ort seid. Deswegen kommt gerne vorbei. Sollen wir sie über die Geschichte mit der Wasserleiche aufklären? Nein, das ist der oberste Link in der Videobeschreibung. Schaut gerne vorbei. Es sind noch ein paar Tickets übrig. Wir freuen uns über jeden, der kommt und jeden, der uns da unterstützt. Und bitte kommt. Viel Spaß beim Video. Finden Sie sein Outfit? Bitte was? Sein Outfit? Okay, klar. Eine Unterhose? Ich hab keine Unterhose an. Nein, das ist alles irgendwie unangenehm. Ich hasse dich. Telefon klingelt, doch ich geh nicht ran. Alles gut. Also so. Ich habe gehört, wir machen heute wieder ein bisschen, ich bestimme deinen Alltag. Ja, ich habe jetzt schon wieder Angst, ich bin gerade erst aufgewacht. Oh nein, Gisela ja, freut sich. Ja, ist ja auch ein Error, aber gut, es ist ja heute schon mal was früher als sonst, ne? Ja, stimmt. Ach, wir haben 14:45, oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Geh jetzt einkaufen und bring mir Schäber-Nassfutter mit, wir sehen uns in Köln. Schäber-Nassfutter? Er hat einfach aufgelegt. Mann, ich rufe noch mal kurz zurück. Ich weiß ja gar nicht, wie duschen. Ich würde, also ich will ja wenigstens kurz duschen oder mich fertig machen. Ich kann jetzt nicht so nach Köln fahren, Mann. Warte mal kurz. Hallo, ich hätte da noch ein, zwei Nachfragen vorher. Es wird teurer? Ja. Also ich habe ja noch gar nichts an. Darf ich duschen? Darf ich Zähne putzen? Darf ich mir was anziehen? Du darfst duschen und du musst bitte nur in Unterhose kommen. Ansonsten sind ein T-Shirt und Schuhe erlaubt. Aber ich kann doch nicht so einkaufen gehen. Dann hol dir halt eine lange Unterhose. Nein! Nein, Jan! Aber duschen und Zähne putzen darf ich nochmal. Ich sagte duschen. Also nicht Zähne putzen. Und was? Also, ich kann doch nicht in Boxershorts einkaufen gehen, die schmeißen mich raus. Du siehst doch eh immer asozial aus, beweg dich. Sei froh, dass du überhaupt was anhaben darfst. Was für Schuhe? Leih dir welche von deiner Mutter und danach will ich Schäber-Nassfutter für meine Kätzchen. Und was soll ich dir dann vorbeibringen? Danach sehen wir weiter. Okay. Wenn du gegen die Regeln verstößt, musst du nochmal von vorne anfangen. Alter, ich kann doch nicht in Boxershorts und in Schuhen von meiner Mutter einkaufen gehen. Wenn du noch mehr Fragen stellst, wird das immer schlimmer. Okay, ich frag lieber nicht mehr. Wenn du kommst, darf der Kameramann dir einmal in den Kopf reinrasieren. Marvin, nein. Jetzt weiß ich, warum wir dieses Format lang nicht mehr gemacht haben. Weil ich da irgendwie nie Spaß dran habe. Ob ich irgendwas trinken oder essen darf voll? Ja, du musst einen schwarzen Kaffee trinken und du musst deine Oma oder deine Mutter fragen, ob es einen Gemüsesaft dazu gibt. Boah, nein, nicht, Alter, nein. Ich wollte eigentlich einen Red Bull, ich hasse Kaffee. Das ist mir bewusst. Okay, dann bis später. Wir haben auch viel vor. Okay, bis später, Joe. Tschüss. Let's go. Das müssen wir jetzt aber nicht filmen. Nee. Okay, bis gleich. Ich muss meinen Taucherbrille dazu anziehen. Immer ist irgendwas. Wenn ich mal einen Kaffee haben will, ich trinken. Morgen, Schmendri. Alles gut bei dir, Schmendri? Okay, Schmendri. Es wird ein lustiger Tag, oder Schmendri? Wird gut, oder? Ich glaube nicht. Ey, es ist doch so, wenn man nie Kaffee trinkt und immer nur sich selber mal ab und zu ein sporadisch macht, dann muss man immer 20 Sachen erledigen, bis das Ding erstmal angeht. Boah, wie das schon riecht! Ich hab da gar keinen Bock drauf. Ich bin gespannt.
spannend. Weißt du, was das letzte Mal passiert ist, wo wir dieses Format gedreht haben? Nein, ich war noch nicht. Ich war nicht dabei, ne. Wir waren in Frankreich, um einen Apfelbaum zu pflanzen. Seit 10 Minuten. Oh mon Dieu! Oh no! Oh Baguette! Baguette! Oh ja! Mein Apfelbaum! Das ist meins! Du hast zwei Hände, du Buddel! Ich hab die Mission endlich erfolgreich erfüllt. Cool. Aber man muss sagen, Lob an Tim, er hat alles gemacht, was... Ja! Ja, mein Hirn wurde befriedigt. Gisela ist jetzt befriedigt. Reicht das für heute dann? Hat alles getan, was ich gesagt habe. Wir sind, stehen gerade hier in Frankreich und Tim hat einen Apfelbaum gepflanzt. Kannst du dich schon mal darauf einstellen, was heute passiert? Boah, nee. Boah, Alter. Ich weiß nicht, warum so viele Leute das trinken. Ich finde das so eklig. Hi. Schicke Brille, die wirst du heute den ganzen Tag tragen. Nein, ich hab auch die Brille. Doch. Also guck mal, ich habe schon meine Boxershorts an. Also ich, hier ist die Boxershorts. Das ist leider die längste, die ich gefunden habe. Ja. Und ich habe hier meinen Kaffee. Und ich habe gerade schon fast gekotzt. Das ist so schlimm. Kannst du ja vielleicht ein bisschen Zucker reinmachen. Hier, du hast schwarz gesagt. Ach so, ja stimmt. Gut, dass du mich dran erinnerst. Muss ich das leer trinken oder reicht ein Schluck? Ich will sehen auf Kamera, wie du es leer trinkst. Marvin, achte drauf. Ich versuche noch einen Schluck zu nehmen, okay? Boah! Alter, wirklich jetzt ohne Spaß? Ich finde das so ekelhaft. Ich weiß nicht, wie man das jeden Tag trinken kann. Wie sieht's mit dem gesunden Saft aus? Den habe ich noch nicht. Rhabarber, Gurke, irgendwas Schönes, Grünes. Ich kann meine Oma fragen, vielleicht macht die mir einen. Ich zeig dir mal gerade mein Outfit, das ich bis jetzt anhabe, aber ich würde mich gerne gleich nochmal umziehen. Ja, wenn du gleich das Hebernassfutter kaufen gehst, bring mir eine Flasche Shampoos mit. Okay. Und du wirst mir dabei zugucken, wie ich sie trinke. Ich würde gerne auch was davon haben. Nein, du aber hast schwarzen Kaffee. Ich zeig dir mal kurz, was ich anhab. Zufrieden. Ich hab halt keine längere. Ich hab mir schon. Du kannst doch so nicht in Rewe, die werden mich safe rausschmeißen, oder nicht? Ja, das ist halt auch nicht mein Problem, wenn dir das passiert. True. Was habt ihr eigentlich gegen mich? Okay, dann gehe ich jetzt mal duschen. Aber ich darf wenigstens warm duschen gehen, richtig? Nein. Nein! Nicht schon wieder. Jetzt geht's zum Saft. Ich brauch Saft? Was sage ich meiner Oma eigentlich, wenn ich mit Boxershorts durch die Gegend laufe? Ich muss so in den Rewe gehen. Nee. Mit Boxershorts? Denkst du, ich schmeiß mich ja, raus? Ja, dann fahr doch nach... Ach, natürlich, da kannst du da so reingehen. Siehst ja gut aus. Hast du zufällig Gemüse hier? Ich hab hier Möhreneintopf gemacht. Oh nein! Ich hatte nämlich... Ja, das hatte ich nicht vor. Die Mama, ich hatte Möhren gekauft für den Hendrik. Nee, der Team hat mitgebracht, brauchst du keine. Ja, da denke ich, die werden ja nicht schöner, wenn die so liegen draußen. Nee, die werden immer so weich. Ja, ich denke, da mache ich einen Möhreneintopf. Kann man das trinken? Naja, trinken kann. Ja, der Jan hat mir halt die Aufgabe gegeben, ich muss irgendwas mit Gemüse trinken. Ja, dann mach das doch, ist doch nicht verkehrt. Gemüse ist nicht so leicht, ne? Hast aber Glück, dass ich den schönen Möhreneintopf habe. Du hast immer irgendwas Gesundes mit Gemüse hier. Ja. Ja, noch hier so ein Malibu-Strohhalm. Was ich noch habe, meinen Staudensellerie, den ich ausgekocht habe. Boah, weiß ich nicht. Ja. Also komm. Also das ist bestimmt lecker, aber zum Trinken? Das ist auch lecker. Ja, nur wenn du es trinken musst, dann wird es eben dünner. Oma hilft immer aus. Ist fein, ist wirklich was Leckeres. Und wenn die Oma das sagt, dann ist das auch so. Kannst du auch. Ja, wie viel musst du denn haben? Ja, das reicht schon. Ist ja nicht ich bin schon komplett. Bestimmten nee, nee, ich bin glücklich. Möchtest du auch probieren? Nein, ich weiß ja, wie das schmeckt. Und das schmeckt bestimmt gut. Da brauchst du dir keine Sorge machen. Da wird dir auch nicht übel von. Ist wirklich lecker. Geht sogar klar. Also im Vergleich zum Kaffee ist das wirklich lecker. Ja, denke ich mal. Vor allem mehr Geschmack dran. Doch, ist lecker. Ja, denke ich mal. Sind Vitamine drin, finde ich gut. Danke, Jan. Das war jetzt mal was Gutes. Okay, danke schön. Ja, gerne. Das jetzt mal mit durch meinen Tag. Ja, aber dann trink das auch aus. Dann ja, hast du nicht verkehrt. Muss ich ja. Hey, Moritz ist jetzt da, warte, er ruft gerade sogar an. Ja, ich mach dir sofort auf. Der fährt dann gleich mit uns zusammen einkaufen. Ich bin gespannt, wie der darauf reagieren wird. Moritz, ich kann nicht mehr. Also ich muss gleich so einkaufen. Da denkst du, die schmeißen mich so aus dem Rewe raus? Definitiv, aber ich hab's im Auto, ne? Ich komme nicht mit dir rein. Warum? Ich will nein. Ey, war gutes Frühstück, oder? Das war lecker, ich bin auf jeden Fall satt jetzt. Das geht an. Komm gerne rein. Nur Chaos, ne?
Wenn man mit dir befreundet ist, Junge, brauchen wir wirklich einfach kein Entertainment mehr. Hä? Muss aber. Wird schon. Boah, nee. Hör dich nicht so an jetzt. Oh Gott! Mach mir kaum noch ein paar Tropfen drauf. So eine Memme. Oh mein Gott! Oh, ich bin so froh, dass ich nicht Tim bin. So, ich habe mich jetzt in Schale geworfen. Sieht so kacke aus. Hä, warum? Ich habe jetzt Flipflops noch von meiner Mutter bekommen, weil ich sollte mir Schuhe von der holen. Und mein dicker Zeh geht ein bisschen drüber, aber das ist doch nicht... Ich will ganz kurz mal über die Farbabfassung aussprechen. Blau, rot zu orange. Finde ich schön. Finde ich schön. Ey, das ist das Unangenehmste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Ohne Spaß jetzt. Ich muss jetzt einfach in Boxershorts und Schlappen in den Rewe rein. Let's go. Die werden mich doch rausschmeißen. Das wäre echt unangenehm. Ich stell dir mal vor, jetzt mal umgespannt. Stell dir mal vor, ich krieg jetzt Bestände. Lass mal bitte ganz schnell die Sache holen und wieder abhauen, Alter. Fleischkäsebrötchen. Ich denke auf jeden Fall nicht an die Fleischtheke. Doch, doch. Der gute Tropfen. 26 Euro. Ich fühle mich wohl. Ne, das ist schon entweder die Tüten oder das. Das ist aber ein Gilet. Das ist in Soße. Wir sagen Soße, ich glaube, das wird die wieder triggern. Ja. Wie viel ich denn davon so? Soße heißt das so, ne? Ja, hol einfach mal ein paar. Ich würde echt gerne ein Brötchen von der Fleischtheke haben. Okay, komm, hier mal bitte. So, gefühlt 2 Grad. Was soll ich dir jetzt an der Theke sagen? Du willst ein Fleischbrötchen oder was? Fleischkäsebrötchen. Ich hätte echt gerne ein Fleischkäsebrötchen. Kann man das da einfach so bestellen? Ja, das kann man da bestellen. Muss halt mit der Mitarbeiterin reden. Ach, guck mal, der Robert ist auch hier. Komm, dann nimm doch auch noch ein paar Rotschips natürlich. Aber nimm Paprika mit, weil ich liebe Paprika. Wir nehmen alles mit. Jede Sorte einmal für den Support. Ja. Hallo. Sieht man bei Ihnen das Fleischkäsebrötchen? Ja. Dann würde ich gerne bitte als Honig. Ich habe nicht immer so ein Fritterdeutsch. Warten wir jetzt. Ja, ein Fleischkäsebrötchen, ein Fritterdeutsch. Wie finden Sie sein Outfit? Was? Sein Outfit? Okay, klar. Eine Unterhose? Ich hab keine Unterhose an. Nein, das ist alles auch nicht unangenehm. Digga, du bist halt nicht. Das wäre richtig. Ich würde die Hose runter. Ist dir nicht kalt, Diggi? Mir ist kalt, ja. Macht gar keinen Sinn, dass der kalt ist. Du hast halt so sommerlich angezogen, Digga. Hä? Das ist sehr sommerlich angezogen, finde ich. Dankeschön. Richtig. In dieser Aktion werde ich dich auch ewig hassen. Ich hab dich auch lieb, Tim. Das war so schön gerade, ne? Das war das Schönste, was ich jemals erlebt habe. Sie haben sowieso erst gleich mal fragen, ob ich das ob essen darf. Das ist die Frage, genau. Ich darf ja nichts machen ohne seine Zustimmung. Also ich werde es essen. Boah, jetzt müssen wir auch noch an die Kasse, Alter. Wir gehen natürlich nicht selbst bezahlen, ne? Wir gehen natürlich zur Dame. Ist ja klar. Oder... Oh, Marvin, Digga, das kannst du jetzt nicht nochmal bringen, ne? Doch, doch, das kann ich nochmal. Nein, wenn du das machst. Du, das ist jetzt kein Spaß mehr. Ich wusste ja nicht, dass du direkt eine Unterhose anziehst, Mann. Also einfach mal nach Unterhose in den Rewe gehen, das kannst du ja nicht erfinden. Das ist halt ich hasse dich. Nein! Das war 2013 noch. Ja! Nein! Ich glaub das nicht. Noch enttäuschter als die anderen. Ich glaub das nicht.